Stein. Did you think you could escape me? Und offensichtlich schafft sie es inzwischen schneller, ihre SA zu sammeln. Ja, ich habe jetzt kapiert, wie das mit dem Arm funktioniert. Ah, der gute alte Arm. Ja, genau. If you want to live, get out of my way. Ich wollte schon wieder Stein brüllen. Succubus-Horn-Ohrringe! Ich wusste gar nicht, dass Succubi... Ja? Hörner haben. Wie kommt ganz auf die Darstellung an? Come on, put up some fight, okay? Seidenmontur und so weiter. Eben jede Menge tolles Zeug. Wurde aufgelevelt. Sehr gut gemeistert. So, Kudogane. Kumpel? Wir haben ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Du hast unseren Rokuro entführt, den bräuchten wir zurück. Entführt ist so, klingt so negativ. Weggelockt. Das ist schon eher. Ist zwar immer noch negativ, aber nicht mehr für den, sondern eher für Rokuro, dass der einfach mitgegangen ist. Genau. Wäre das doch so eine Seele oder ist das jetzt sauber? Jetzt war wieder mein Zauber. Ich bin auch immer wieder verwirrt, ist das jetzt eine Seele oder ist das ein Zauber? Das ist meine Wasser. Ich wollte sagen, das war's dann. Ja. You're just lucky I made it quick. Und Jungs, ihr habt mich geschlagen. Take a look at this. Wow, they found a whole bunch. Ja, eine ganze Menge Zitronen. Und der will noch mehr Zitronen. Ja, Luffy Set liebt Zitronen. Lass ihn doch Zitronen lieben. Ich glaube, Luffy Set liebt alles, was man essen kann. Ja, wahrscheinlich. Na, guck mal, das ist das nächste Loch zum Durchkrabbeln. Das war vielleicht auf den Zombie ein bisschen übertrieben. I can hear the no mercy. I can hear the no mercy. Ich meine, das ist auch einer der negativsten Sprüche zu Healing Circle, den sie bisher hatten in den Spielen. I can hear the wounds, but I can't hear the pain. Hat es im gewissen Sinne ja auch recht. Naja, aber ich meine, wenn ich die Wunden heile, hört in der Regel der Schmerz auch direkt auf. Für gewöhnlich ja. Denn Magilu, das macht offensichtlich nicht. Hey Jungs, da seid ihr. Halleluja. Kiste. Ich komme auch dran. Abgenutzter Speer. Für wen der wohl ist. Wow. Look at all those swords. That's what happens,
And the legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Storm Howl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Storm Howl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Storm Howl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Haben wir doch schon gefunden. Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. Bist du sicher? What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. Jetzt haben wir einen Dullahan. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Storm Howl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual-wielding, a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. No, hau ein bisschen auf den Kopf. Naja, wir könnten ihm was von unserem Dingenserz-Gedöns, was Luffy gefunden hat, da lassen. Dann kann er sich einen neuen Kopf machen. Wait outside. Ein Blankstahlkopf. Ich nenne es die Kopfschwere. Okay. Die Kopfschwerter kriegen einen neuen, noch besseren Namen. Also, es sind die Kopfschwerter. Fuchs, sag Stopp. Stopp. Rechts oder links? Links. Okay. Yoshi, rechts oder... Stopp und rechts oder links? Stopp und rechts ist ja das rechte Schwert. Also, wir haben die Kopfschwerter Kugellager und Henker. Kugellager und Henker. Also das rechte Schwert hat einen coolen Namen für ein Schwert. Das ist ein Schwert Henker. Das ist das andere Schwert, Kugellager. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character. Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice? It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice? What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. Wir stehen hier einfach nur. Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it.
But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Rokuro, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorias used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many. But they'd never stoop to human sacrifice. Besides, as Shepherd, Artorias will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious Shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never. Solange anschließend nicht Lady Suppenhuhn heißt. Nein, eigentlich wäre dann Maggie Thatcher geworden. The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime. No matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Bad, bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. Eben, das muss and you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Lafayette and defeat the exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Lafayette will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Velvet, sag was do mal you so, care? Sag mal so, wenn wir nicht wissen würden, dass es ganz, 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 ganz furchtbar übel ausgeht, wenn sich so ein Malak Seraph in einen Dämon verwandelt, würde ich fragen, wo ist das Problem? Wir haben doch schon zwei Dämonen im Team. Ja. Eben. Problem ist, wir wissen, wie es ausgeht. Velvet auch. Sie hatte das Vergnügen ja schon. Ja, den hat sie danach gut zum Abendessen genossen. Ja. Den sollten Rokuro nicht stören, der kriegt gerade neue Schwerter. Du bist kein Fehler, komm hier. Let's do our best. Und wir sind wieder in die andere Richtung. Also das machen die seit Generationen, dieses Spiel. So, ich verstehe es nicht. Ja, ging das doch auch! Also, was ich ganz toll finde, ich bin zwar Eleanor, aber ich kann mich nicht durch die Gegend bewegen. Ich muss angreifen, damit sie auf den Charakter quasi zurennt, den sie anvisiert hat. Okay. Ich bin nicht mal als Eleanor. Hallo. Jetzt bin ich hier oben durchfahren, Modus.
Wie komm ich da wieder raus? Vielleicht müssen wir den Controller wieder anschalten. Den hab ich angeschaltet! Okay. This fight is over. Ja. Nach jeder mehr oder weniger wichtigen Szene werden wir jetzt also hingehen und erstmal die Charakteraufstellung kontrollieren. Immer mit den alten Teilen ging es doch auch, dass ich das Spiel gemerkt habe, wie deine Aufstellung war bei Szenen. Ja, es könnte auch daran liegen, dass es der PC-Port ist. Ich meine, das Spiel hat sich auch gemerkt, dass normalerweise, dass du wie viele Spiele du dabei hattest. Richtig, aber der Syria hatte das Problem doch auch schon, dass es dauernd das Team durcheinander geworfen hat. Das habe ich verdrängt. Und ich sehe dir auch. Das haben wir auch verdrängt. Das war immer irgendeine Szene. Oh, guck mal, jetzt sind deine Charaktere wieder anders. Sternchen. Da kommen bestimmt nicht die Prätoren. Nope. Sternchen. Hi. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Ich will nicht wechseln! Es war gar nicht mal so schwer. Nee. Ich mochte meinen Feuerwirbelsturm. You've betrayed the people and sullied Artorius's ideals. No, that's not. Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged. I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords. Ja, das ist Kugellager. I like it. Nein, das war Henka. Das war Henka. Yeah. All that's left is to kill Sigurd. With me as a witness. I keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Lafayette will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the exorcists, but make sure they don't die. Understood. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Lafayette's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment.
She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Oh, ein Hausdrache. Das wäre süß. Yeah, you've got that right. Also, das sind die Kurogane-Dolche, Kugellager und Henker. Richtig. Ja, ganz genau. Ja, dann... Die Lüftung macht noch merkwürdige Geräusche als sonst. Hey, Bienfu. I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier. If that's okay. Die wurden doch beschlagnahmt. You mean how to talk a human female into becoming your vessel? And how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact! Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Molochemon vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for you. Whoa, you read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot spring topics, bearing your body and your soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? Komm, Bienfu, du hast noch was. How about after bath party games, dropping your defenses and your towels? Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky, picky. Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Mogilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood. Knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must read for sure. Are you two reading something together? We are. We are. Lafayette's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come on! Let's go, let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. Fuchs, ich glaube, links von dir auf dem Sidewalk müsste ein rotes Kabel liegen. Weil kein Controller ist schon wieder ausgegangen. Ich glaube, da geht der Akku auch langsam zur Neige. Ja, kann gut sein. Andere Seite. Genau, du solltest vielleicht das dünne Ende in den Controller stecken und nicht... Watch and I'll show you my Ron gets it style. Was hast du denn jetzt eigentlich aus... Du hast immer noch deine Quelle Zit durch. Ja, er rüstet nicht automatisch was anderes aus. So nett sind sie dann doch zu dir. Olle! Oder auch nicht. Yes, hat das kapiert. Ich habe deinen Controller total unter Kontrolle. Eben, du hast alles voll total unter Kontrolle. Victory is ours. Die Himmelsklaue. Die zweite Form von Velvets Klaue. Seelenbrecher Himmelsklaue. Fuchs, das war ein Tutorial, das wichtig war. Nee, Bibliothek war das. Ich
Das war jetzt über Velvets Klaue, nicht über irgendwelchen Blödsinn. Velvets, nein, nein. Seelenbrecher. Kannst du auch anders gucken. Geh mal raus da. Geh in Arz. Velvet, RT. RT, nicht RB. Und Himmelsklaue. Das ist die verzehrende Klaue, Fuchs. Das ist die, die wir schon kennen. Fuchs 1 rüber. In Sarion-Gestalt nach einem Kombo-Starter RT gedrückt halten, wenn drei oder mehr Seelen vorhanden sind. LS. Blättern. LS, den linken Stick drücken, Fuchs. Hatte ich gerade vor. Kostet eine Seele, befördert einen Gegner in die Luft. Noch eine Seite weiter. Es besteht die Chance, dass der Gegner zu Boden geworfen wird. Also, wenn du in deiner Sarion-Gestalt nochmal RT drückst, dann macht sie noch einen weiteren Angriff. Ach, super. Wenn ich denn drei oder mehr Dinger davon habe. Also musst du, um das hinzukriegen, insgesamt 4 Seelen haben, wenn du anfängst. Oder halt mit 3 Seelen anfangen, einen Gegner besiegen und dann den nächsten damit angreifen. Wird schon schief gehen. Das heißt, wir kommen jetzt langsam in die Dimension, wo die Leute ihre zweite Form lernen. Krabbel, krabbel, krabbel. Da sind die alle durchgekrabbelt? Ja. Die nehmen ihren Job ernst, Fuchs. Und wir haben es nicht gesehen, wie sie da durchgekrabbelt sind. Wahrscheinlich haben sie die Rüstungsteile dann hinter sich hergezogen. Eben, die haben das alles schön ausgezogen, das da durchgeschleift, sich wieder angezogen. Mhm. Stein! You better be ready. But I'm this close. I want this. Form zero. Thunder. Next. Das hat nicht so ganz geklappt. You're not hurt, are you? No, I'm fine. Calcidarm reif. Fehlt uns nicht noch Calcid-Dinger für irgendwas? Garantiert. Im irgendwas haben wir nicht mehr genug Calcid-Fragmente. Fuchs hat meine mystische Art mit Ira unterbrochen. Das war schön. Widdertür. Die Widdertür. Ja. Mhm. Die wittert. Was wittert die denn? Ihren Untergang. Und eine Kerze offensichtlich. Ich bin die Tür, die eine Kerze wittert. Das klingt jetzt nach Darkwing Duck. Willst du nicht den Stein zerbrechen? Was? Die Balkonkarte packt, wieso was? Ah ja. Waffel! Was kriegen wir? Momentan noch gar nichts. Wir müssen noch eine Katze finden. Was haben wir zuletzt gefunden? Den Nimbus? Ja. Ja. Hey Rokuro. Why did he call your storm howl a reject? Well, you see, when blacksmiths make swords, they don't just make one at a time. They make a whole bunch. The best one of them all is the one that gets presented to the sword's commissioner, while the rest are tossed aside. Huh. I didn't realize the standards were so high. The head of my clan gets the real storm howl, and his siblings get the remainders. So one is real, and the others are imitations? I guess so. Shigure has the real one, and yeah, guess that makes mine an imitation. I'm sorry. I didn't mean to imply... Don't apologize. You got me to finally realize something. It might just be why I'm so hung up on beating him. Oh. And to Velvet, which Lafayette is real, and which is the imitation? Oh. What are you saying? She means my name. It's the same as Velvet's brother's. Huh? The one who went and got sacrificed by Artorias. Surely you are mistaken.
Our Shepherd would never do such a thing. Ach, wahrscheinlich nicht. Das hat Velvet sich einfach nur vertan. Eben. I don't. Das hat sie falsch gesehen. So you have a truth and Velvet has a truth. Now which is the real one and which is the imitation? Magi, du magst einfach Leute zu verunsichern. Oh ja. I'll end this quickly. Not even worth my time. Die alle keine Chance momentan, die gescheiten. Damit kann ich arbeiten. Ach. Wow. They 10 Zwillingshaie haben sie gefangen. Yay. Und wir haben das X4 mehr gefunden. Wie viel willst du denn dafür haben? Stufe 3, da könnten wir hinsegeln. Da gibt's theoretisch noch was. Ja, im Lehmann-Meer gibt's auch theoretisch noch was. Aber nichts von den Spezialsachen. Die haben wir alle. Das ist richtig. Also ich würde die einfach mal zum X4-Meer schicken. Um zu gucken, Scout-Ship setting sail. Wie furchtbar sie da abschneiden. Genau. Oh, und Luffy Set ist der Seekommandant. Sehr gut. Stein, 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 Stein. You better be ready. Wuhu! Ihr wagt es mir, meine Seelendinger zu klauen. You won't get any pity or compassion from me. Dafür werdet ihr endgültig sterben. Hey, du hast deine Kalzit-Dolche fertig. Du könntest Kugellager und Henker ausrüsten. They were nothing. Wir könnten so einiges, glaube ich, wieder ausrüsten. Oh, ja. Kraut! Ja, wir könnten auch Kraut ausrüsten. Mhm. Aber damit kämpft es sich so schlecht. Richtig. Das wird nach einer Zeit so wabbelig. Eben, hast du schon mal versucht, einen Gegner mit einer Kamille zu schlagen? Furchtbar. Ich geh doch immer wieder drauf rein. Just how does this sword work? Don't touch it. You'll hurt yourself. In other words, yup. Okay, wo kommen wir raus? Am dort. Nicht am hier? Nein, am dort. Ach ja, am hier sind wir hergekommen. Genau. Schön verwinkelt. Das ist eine Höhle am dort. So eine Höhle hat verwinkelt zu sein. Diese Höhle hat einen Ausgang, der nirgendwo hinführt. Das finde ich viel cooler. Also ein Ausgang, von dem nirgendwo was hinführt. Uhuhu. Das ist eine Höhle. Ist viel besser als eine Kerze. Mhm. Also nicht, wenn man weiterkommen möchte, aber. Kalzitfragmente. Hat uns da nicht eins gefehlt? Jo. Noch eine Höhle. Mhm. Jetzt sind wir in der Ecke, wo nichts ist. Genau, zum Beispiel bei der Kerze. Immer noch ganz wusch. Nee. Frag mich, weil du die beim Reinkrabbeln verpasst hast.
Oh nein, die werden nicht zaubern. Blitzerstern? Ja, ich bin eindeutig der Blitzerstern. Ja. Keine Ahnung, der hat gerade schon mal ein paar, zwei, drei Mal gehakt. Ich befürchte, Windows macht gerade wieder Updates. Warte, da war gerade kurz was. Irgendwie. You and Shigure both use the Rangetsu style. But to me it looked like you both fight completely differently. Why is that? Our school encompasses two distinct forms. To the outside world, we're known for fighting with a single great sword, but we also study dual short swords should need arise. So, Shigure uses the great sword, and you use the short. In most schools, wouldn't the secondary technique be used primarily in support of the first? That's true for us as well. We learn the dual short swords to provide sparring partners for those studying the great sword. Then why would you handicap yourself against Lord Shigure? He's no mere swordsman. As I'm painfully aware, Shigure is a true master. We trained together since we were small children. I was his sparring partner for 10 years. His skill with the great sword is godlike. So, in order to beat him, I took up the short blades. To our school, it might be secondary, but it's what I know best. You're badly disadvantaged in reach. If I eliminate my fear, I have a chance. If I can control the terror of being split in half, and I can step inside his guard, he'll have two times the trouble. Eliminating fear, huh? A style for someone who's lost his humanity. Right? It's like you two brothers are the very swords you carry. Huh? Storm Howl, a godlike sword known to all as the strongest there ever was. Storm Quell, burdened by the ceaseless struggle to best the other. One, an exorcist who walks in the light. One, a demon moving through the shadows. The only thing these two polar opposites want is to cut down the other. Precisely! Both are renowned blades, but I don't see what exorcists and demons have to do with it. Der hieß mal zuhören müssen. Denkt man sich öfters bei ihr. Niemals. Die ist doch überhaupt nicht in ihrer eigenen Wertvorstellung gefangen. Nein, niemals. Nope. Ja, irgendwas macht Windows. Ich glaube, wir sollten gleich den nächsten Speicherpunkt nehmen oder schnell speichern. Ja, mache ich dann auch gleich mal schnell speichern, vorsichtshalber. Und dann kann man den nächsten Speicherpunkt suchen gehen. Always ready to fight. Naja, ich hätte eher gesagt, dann gucken wir mal, was Windows macht. Weil gerade ist das echt unschön. Ja. Also ich habe das jetzt mal mit dem zweiten Clown-Gedöns probiert, es klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es genau funktioniert, sonst hätte ich das Tutorial weggedrückt. Aber du bist die mystische Maestra. Guck, dann mach mal einen Schnellspeichern. Falsche Taste. Bing, bong, bing, bong. Ich meine, wenn das Schnellspeichern schon so lange dauert. Na, du Windows ist gerade wieder irgendwo komplett aufgehangen. Also, meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid, aber dann müssen wir an dieser Stelle einmal Schluss machen. Ja, und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir heute noch weiter, vielleicht nicht. Vielleicht machen wir irgendwann anders weiter. Also, irgendwann anders werden wir weitermachen.
Ja, und dann starten wir beim nächsten Mal wieder mitten in der Höhle bei den Steinen. Kai mag die Steine. Ich mag die Steine. Und die gepanzerten Tausendfüßler mag ich auch. Und ich mag sogar die Zombies. Kai mag alles an dieser Höhle. Ja, ich kann es töten. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Und in dem Sinne wird Kai beim nächsten Mal weiter töten. Und bis dahin. Tschüss und bye-bye. Wiedersehen. Ciao. Aber ich bin, glaube ich, schon wieder an den blöden Viech vorbeigerannt. An dem blöden Viech. An dem Stufe-Alarm-Rot-Monster. Ja. Stufe-Alarm-Rot. Ich krieg's einfach nicht raus.